Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 20 Ultimate Team. Meine Damen und Herren, guckt euch das an. Die Team of the Season so far, Bundesligaspieler sind da. Und das bedeutet, dass wir uns heute mit den Jungs ein kleines Team aufbauen. Doch zuvor brauchen wir überhaupt mal ein paar Spieler. Denn ich habe mein Team verkauft. Wir gucken mal hier, aktive Mannschaft. Da ist unser Goldjunge, der Miroslav Klose, der ist noch da. Aber ansonsten ist hier ein bisschen gehende Leere. Campbell haben wir hier auch noch. Wir gucken einfach mal, was wir heute so ergattern können. Notfalls können wir auch mit den 842.000 Münzen am Transfermarkt aktiv werden. Aber wir gehen jetzt hier erstmal. Kleines Pack-Opening, Jungs und Mädels. Promo-Packs. Jawohl, komm schon. Nichts als Spieler, ideal, um ultimative Mannschaften aufzubauen. Ja, ich hätte gerne die ultimative Mannschaft. Ich habe ja mega Bock auf Davis, auf Fonsi. Den finde ich richtig sympathisch, aber ich würde an sich auch alle anderen Spieler nehmen. So, let's go. Komm schon. Ja, komm, das ist da jetzt... Ja, da ist auf jeden Fall was. Da ist auf jeden Fall was. Ein Finne? Ein Torwart? Hadecki! Also, ich meine, es ist mega geil. Es ist ein Team of the Season so far Spieler. Aber es ist jetzt nicht unbedingt der, den ich erwartet hätte. Egal, wir haben zumindest schon mal einen Torwart. Mann! Egal, alles gut. Erstes Ding, locker floggig. Ach Mann, ey, wisst ihr noch, wie ich ausgerastet bin, als ich Neymar hatte? Das war eine gute Zeit. Da geht er vor, ist ein Brasilianer. LF, LF, LF! Paris Saint-Germain, leg mich doch am Arsch, das ist Neymar! So, komm, ey, das ist doch mega, mega Start jetzt hier. Komm, lecker Schmecker. Komm, lecker Schmecker. Komm. Ach, was ist es? Weil, komm. Fährmann. Gut, dann gucken wir uns halt mal die anderen Packs hier an. Oh, das ist doch lecker. Nee, ja, aber zumindest ein bisschen was. Ein bisschen was. Ein Spanier, Thiago. Innenverteidiger. Ja, gut. Bartra. Hat auch mal bei Dortmund gespielt. Komm schon, jetzt aber. Oh, das ist doch gut. Ja, komm, Junge, mach es wahr. Mach es wahr. MS, MS, Atalanta. Ja, gut. Bist du was wert? Ja, Champions League selten. Finde ich klasse, ja. Schön im Mainz-Trikot. Ich bin kein Mainz-Fan, aber irgendwie hatte ich das von Anfang an, das Trikot. Und dann bin ich dabei geblieben. Bist du was wert? Nö. Nö. So, Leute, wir gucken jetzt mal auf den Transfermarkt. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wir haben gerade 959.000 Coins. Wen können wir uns damit jetzt gerade so gönnen? Qualität. Ich hätte gerne Spezial. Gucken wir doch mal in puncto Sturm. Das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Komm schon. Was habt ihr da Leckeres für uns? Sancho. 2,1 Millionen. Das sprengt leicht unser Budget. Hier. Niederlechner. 82.000. Und der geht nicht mal hier für den Startpreis 46 weg. Den könnte man schon hier schön neben Klose stellen. Was gibt's denn hier noch? Oh. Serge Gnabry, der ist ja ein Schnapper. 450.000, den könnten wir uns zumindest leisten. Ich will mal wissen, was kostet Haaland? Da ist er. Ah, ey, krass, den könnten wir uns leisten. Weil ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch einen günstigeren. Aber der hat schon sicke Stats. Aber was ist denn hier mit Fonsi? Mit dem TikTok-Star? Wer drin? Aber dann könnten wir uns nicht mehr Haaland holen. Ja, wir schauen einfach mal. Wir lassen uns mal überraschen. Jetzt wird weiter. Wir brauchen Packluck. Komm schon, jetzt hier eins von denen. Komm, Junge, komm, ja, da ist jetzt was. Ja, ich schmeck doch den Haaland. Oh, oh. Dos Santos. Es war knapp. Mann. So, komm, jetzt gibt's einfach mal ein Nasenpack. Was? So, runter damit. Da muss doch jetzt mal, das muss mir Glück bringen. Ich guck's mir nicht an. Es ist bestimmt das beste Pack, was ich jemals gesehen habe. Oh, da kommt doch spezielle Musik. Ist das gute Musik? Wendel. Mann, was ein süßer Schnurrbart. Ach komm, ganz ehrlich. Ich habe doch jetzt die Kohle. Wir haben jetzt über 1 Million. Wir gucken jetzt mal bei den AAA-Leuten. Was haben wir hier? Reus. Aber das sind nicht die, die ich möchte. Gnabry haben wir ja schon in Erfahrung gebracht. Da Haaland. Was kostet Lewandowski? Ja, scheiße. Ja, Leute, den kriegen wir nicht. Lever ist zu krass. Dementsprechend. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir überhaupt ansonsten noch genügend Kohle haben. Okay, 1,13. Oh Mann, es fehlt nicht mehr viel. Ich guck mal kurz in meinen Verein. Wen haben wir denn dann noch? Na, Klose. Benzema ist leider nur ein Leihspieler. Lacazette auf Transfermarkt anbieten. So, wir machen jetzt Dumpingpreise. Lukaku auf Transfermarkt anbieten. Oh, der ist ja gar nichts mehr wert. Alter Vater. Jawohl. Wir haben genügend. Wir kaufen uns Haaland.
Oder ist das Ding? Als ob. Oh Mann, ey. Alles im grünen Bereich. So, wo ist er denn jetzt, der Junge? Der kommt hier schön direkt neben Klose. Ja, da ist er. Eichhörnchen. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay, Torwart ist alles im grünen Bereich. So, Innenverteidigung. Wir wollen ja ein Bundesliga-Team. Boateng. Bam, wunderbar. Wie sieht es ansonsten aus in der Innenverteidigung? Jo, hier, Tar. Der kommt auch rein, der Junge. Wir müssen jetzt einfach das nehmen, was uns Gott gegeben hat. Ja, Da Costa. Den fand ich richtig. Sein Interview das eine Mal war so geil. Ich kann die Fragen und Antworten selber geben. Also bin ich froh, dass wir eine Runde weiter sind. Ja. Finde ich es cool, dass die Fans uns so unterstützen. Ja, sehe ich auch sehr cool. ZDM, Javi Martinez. Boah, der ist aber auch so unfassbar langsam, Junge. Weigel. Sicherlich ein netter Typ, aber jetzt nicht unbedingt das Material. 31er Pace. Hier, ich nehme Malong. Schön aus Mainz. Tipptopp. So, ZOM, was haben wir denn hier? Havertz. Jawohl, der kommt direkt rein, der Junge. Und dann noch Sabitzer. Wir bräuchten welche mit guten Passwerten. Deswegen nehme ich, glaube ich, Forsberg. Ja, gut. Das wird auf jeden Fall interessant, Leute. Habe ich euch eigentlich schon mein geiles Trikot gezeigt? Guckt euch das an hier, Alter. Hier steht sogar Bundesliga. Unser Gegner. Oh Gott. Alter. Was für ein Team. Aber egal. Wir werden das schaffen, Leute. Wir haben Miroslav Klose, den Goldjungen. Oh Gott, ist das ein gefährlicher Hai. Und Erik Haaland. Die beiden Jungs müssen das heute machen. Nur falls einfach nicht zweistellig. Ja, wir sind doch ein Team. Wir müssen als Team agieren, Jungs. Wir müssen uns unsere einzelnen Schwächen. Da kommt doch der Ball. Auf Klose. Oh, das war knapp. Da war ein bisschen langsam. Er hat natürlich da auch selbst eine Verteidigung, die ist schneller als mein Sturm. Aber egal. Es nutzt hier nichts, irgendwie Trübsal zu blasen. Sondern wir müssen spielerisch überzeugen. So wie gerade. ganz ruhig, Jungs. Ran. Komm mal. Ran! Oh. So, jetzt der Konter. Klose. Schön. Haaland, du hast doch die Pace. Und jetzt deine linke Klebe. Oh, oh. Was ist da? Okay, erste Chance. Alles gut. Oh, da spielt er einfach nur den Ball durch auf Messi. Torwart! Junge! Oh, alter Schwede. Hier geht's hin und her. Haaland. Haaland, jetzt. Oh, Alter, den hätte er beinahe so schön reingeschlänzt. Aber er hat, glaube ich, auch den besten Torwart im Spiel. Jetzt. Haaland! Hätte er meinetwegen auch einfach mal seinen Fuß nehmen können. Schön. Miro, setz dich. Oh, Herr Schiedsrichter, das war ein Foul. Der Miro, der hat ein Bein verloren. Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, Da Costa. Junge, ich weiß, warum ich dich verpflichtet habe. Du machst das. Guckt euch das an. Hier ist doch das Team. Die Mannschaft, die steht hier im Vordergrund bei uns. Alle für einen und alle für Klose. Was für eine Drehung. Der hat sich dadurch die komplette Abwehr gedreht. So, jetzt hier die Außen dicht machen. Vorsichtig, Jungs. Jungs, jetzt nicht diesen. Nee. Scheiße. Aber egal, hier ist noch nichts entschieden. Wir hatten auch schon unsere Chancen. Da ist doch jetzt einer. Havertz. Nein. Havertz. Oh. Jawohl, da ist das Ding. Der Ausgleich, meine Damen und Herren. Das gibt es doch nicht. Steven Zuber, den habe ich nämlich sogar noch für Martinez reingeholt. Weil mir Martinez einfach viel zu langsam war. Leute, wir sind wieder im Spiel. Wir sind da. Wir sind fruchtig. Nein, nein, bitte nicht. Mann, wir haben doch gerade den Ausgleich. Boah, Leute. Wir liegen zurück. Es sieht von den Statistiken her, sieht's echt gut für uns aus. Und ich möchte auch nochmal sagen, Leute. Ich weiß, ich bin definitiv kein guter FIFA-Spieler. Aber mir macht das Spiel Spaß. Und das ist das Wichtigste. Das vergessen die Leute manchmal. Spielspaß, das ist auch wichtig. So, komm, jetzt nicht zweistellig verlieren. Wir machen das noch, Leute. Und das sieht überhaupt nicht gut aus. Jawohl. Was mache ich? Junge, einfach raus damit. Oh, und er pölt den Ball einfach nur geradeaus durch. Nee, komm, Herr Schiedsrichter, nix. So, okay. Boah, es wär normalerweise, glaube ich, gut rot gewesen. Dunkelrot. Schön, jetzt unser Konter. Schön. Jetzt Zuba, jawohl. Junge, Zuba mit dem Doppelpack.
Oh, der Fehlpass direkt am Anfang. Der ist jetzt nervös. Der merkt, ihm entgleitet das Spiel. Malong. Haaland, Haaland, Haaland. Warum geht denn da niemand ran? Ich werd bekloppt. Jungs, da müsst ihr doch ran an die Bulette. Haaland, Haaland, Haaland. Leckos mio. Besser wird's heute nicht mehr. Es ist zwar noch nichts gewonnen, aber da geht er, da zündet er den Turbo. Und dann hat auch die Verteidigung keine Chance mehr. Da haben die das Nachsehen. Haaland. Sauber, geiles Ding. Jungs, jetzt hier nicht. Jetzt nicht noch verbauern. Ganz ruhig. Der wird jetzt auch nervös. Vorsichtig. Die Grätsche. Die. Boah. Jungs, Jungs, wie rum. Weg, weg, bitte. Boah. Nein, 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 nein. Boah. Scheiße. Nein. Bitte pöll den Ball einfach raus. Alter, ich schwitze am gesamten Körper. Randa, Randa, Jungs. Ruhe, Jungs. Costa. Costa. Jetzt ist er da raus. Was? 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 Abseits? Alles gut. So. Jungs, ganz ruhig. Ruhig. Einfach raus. Raus. Das meinte ich nicht mit raus, Mann. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein. Nein, Jungs. Randa. Boah, warum fällst du denn einfach um? Leute. Also, das, warum? Ey, mein Spieler ist einfach umgefallen. Scheiße, das war's. Das hat man kommen sehen. Hat er gut gemacht. Wir waren am Schwimmen. Haaland. Haaland. Bumm, einfach. Herr Schiedsrichter, der hat doch am Trikot gezogen. Sie haben Tomaten auf den Augen. Jetzt, das ist unsere Chance. Da oben. Und unten. Und Haaland. 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 Ey, ihm verspringt der Ball. Ihm verspringt der Ball. Unser Gold. Ah, nee, Klose ist unser Goldjunge. Klose jetzt. Klose. Miroslav Klose, auf den Weg, auf den Weg. Miroslav Klose! Als ob. Leute, es klingelt bei mir an der Tür. Ich muss mal kurz an die Tür. Was geht ab, meine Damen und Herren? Ey, dieses Spiel. Ich werde bekloppt. Das, bei mir kommt jetzt der Postmann gerade, bis der oben ist. Ich kann nicht immer Pause drücken. Aber kurz, dann jetzt wissen die Leute auch mal, manchmal ist es tatsächlich nicht so, dass man versuchen will, die Leute zu nerven, sondern dass der Postmann kommt, wenn man auf Pause drückt. 4, 3, 2, 1. Ich bin wieder da und mein Stuhl fährt runter. Alles gut. Alles super. Oh, Miroslav Klose. Das gibt es doch nicht. Da macht er das Ding noch. Da, Miro. Miro startet. Oh, da schießt er den an den Rücken. Oh, Leute. Nee, 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 nee. Geh doch ran da. Nein. Nein. Der Torwart. Er läuft einfach durch. Unsere Leute machen halt einfach nichts. Leute, ich werde hier bekloppt. Ach komm, nicht sowas. Nicht so ein Tor. Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh. Mir rutscht meine Hose. Einfach raus. Pfeife ab, Schiri, pfeife ab. Ich bin zufrieden mit allem. Oh. Was war das für ein Spiel? Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich weiß nicht, ob es als Zuschauer so spannend war, wie für mich als die Person, die das Ding gespielt hat. Da Zuba, da pölt er das Ding rein. Da, oh, guck mal, Haaland 9,2, Miro eine 9,3, Zuba 9,4. Aber Haaland und Klose haben gestochen, dann zweimal Zuba. Torvorlagen, Klose, Haaland. Guckt euch das Ding nochmal an. Der Goldjunge. Bam! Einfach Schuss wie ein Strahl. Ach, dann 82. Klose nochmal. Und dann kommt er da in der 85. Da hätte doch mein... Denn niemand geht da ran. Die Jungs, der sagt, ja, nimm du. Ach. Leute, ich bin komplett fertig. Das war's für heute mit einer kleinen Runde von FIFA 20 Ultimate Team. Wir haben hier zwei Leckerschmecker. Team of the Season so far, Bundesligaspieler. Da ist doch Steigerungspotenzial bei unserem Team. Aber da werden wir vielleicht mal in der Zukunft nochmal was dran rütteln. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.